Der blanke Horror endet hier und jetzt. Das letzte Geisterhaus in Undertale. Das von Welt 7. Fuck. Ich hab das Geisterhaus hier sowas von derbe gehasst. Das glaubt ihr gar nicht. Also, nein. Hier, keine Ahnung. Oh Gott, das ist sowas mit solchen scheiß Plattformen. Das sieht aber ein bisschen verdächtig. Nein, das ist verdächtig. Ja, weil da ist die erste Stark. Nice. Oh nein, die Boxer sind wieder da. Die Boxer. Na, natürlich, die Boxer sind wieder dabei. Das Problem ist bloß, sie können jederzeit irgendwo, verdammt nochmal, beschissen nochmal, Türen versteckt sein. Oh, die Boxer sind. What the fuck? Oben ist auch was. Oh, okay. Solange auch die Sachen nach oben gehen, kann man sich eigentlich ziemlich sicher fühlen. Allerdings sollte man auch nicht zu lange darauf hoffen, dass irgendwas kommt, weil sonst wird man halt sehr schnell zerquetscht, ne? Gift in einem Geisterhaus und dann auch noch im Benzin. Jetzt wollte er mich aber komplett verkoksen. Ja! Jetzt sind die so schnell! Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wahrscheinlich ist da dann noch irgendwo eine Starcoin hinter. Ja, natürlich. Und dann auch noch mit Armorblöcken. Ach ja, da war eine Münze drauf. Ja, und kommt das Ding auch mal wieder? Ja, das Ding kommt mal wieder. Und sein erst 7000 Jahre später. Ach, das ist auch noch ein Armorblock. Na, komm her. Versteck mich hier. Dann hast du keine Chance. Dann läuft ein Amoklauf ins Schwarze. Den musst du nach oben gehen. Ist das was? Nö. Gut. Du lässt mich in Ruhe, Freund. Freund und Helfer King Boo. Geh da rein. Dankeschön. Das da links sieht schon wieder ultra verdächtig aus. Schauen wir mal. Gibt's da was? Gibt's da was? Da gibt's noch nichts. Wieso machst du so seltsame Informationsgabe, wenn du da sowieso nichts versteckst? Das soll mich wohl bloß in die Irre führen und so nach dem Motto, dass wenn später nochmal so eine Formation auftaucht, ich mir auch nur denke, ja, wird schon nichts versteckt sein. Und dann ist da nicht mal was! Oh. Aber bei den ersten drei Türen hätte was sein können. Verdammt. Weißt du was, das überprüfe ich jetzt auch. So. Kurz und bündig, das überprüfe ich jetzt. Apropos, das Drecksding hat ja einen Secret Exit. Dann haben wir aber immerhin alle in der Welt. Und können chillen. Ich glaube, das Ludwig Castle, also das Castle von Welt 7, ist, glaube ich, das, wo man den Geheimeingang benutzen muss, ähnlich wie in den SMU, um an die dritte Starcoin ranzukommen. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich glaube, da war was. Kann ich hier eigentlich warten? Nein, da kann ich nicht. Boah, Alter, wie viele Geister wollt ihr denn noch hier haben? Komm, scheiß los. Floßlevel. Geisterfloßlevel, oder wie? Ja, tatsächlich. Was, die dritte? Die dritte? What the fuck? Die dritte. Ich hoffe, dass die zweite dann bei Secret Exit ist. Du Drecksachschlubmieser. Boah. Ja. Hä? Wo ist die zweite? Ich frage denn, wo soll der Secret Exit sein? Das frage ich mich ja immer noch am meisten. Versteckst du dich vielleicht, du Arsch? Aber gleich eins auf die Fresse, wenn ich nicht aufpasse. Okay. Kann ich mit Amokblöcken ausweichen. Alter, chill mal, Drecksratte.
Also da heißt sie dritte. Gut. Es kann eigentlich nur im ersten Raum irgendwas sein, weil hier ist nichts. Am Anfang habe ich alles überprüft, hier ist nichts. Also muss man, wenn schon, wirklich ein ultra fieses Versteck aussuchen. Ich komme jedenfalls so nicht drauf und hole mir jetzt erstmal den normalen Exit. So, Hörgummel. Es kann natürlich auch sein, dass der nächste Exit erst noch kommt. Ich wollte doch bloß da oben am Eck was überprüfen. Menno. Menno. Und dass der Secret Exit erst noch kommt und die zweite Sackgasse einfach irgendwo anders liegt. Kann ich auch so. Also ich glaube das nicht. Ich sag ja, ich bin mir zumindest verdammt sicher, dass beides zusammen liegt. Das hat eigentlich auch keinen Sinn. So. Wieder die Amok-Blöcke. Kommt. Nächste Ding. Dass es irgendwas mit den Türen auf sich hat. Kann auch gut möglich sein. Ich habe keine Ahnung. Also das hier war eigentlich sogar ein bisschen offensichtlich, dass da irgendwas ist. Zumindest habe ich dem Braten nicht getraut. Das ist. Ja, da fährt auch das Fluss durch den Hintergrund, seht ihr. Also muss da was sein. Wenn ich mir jetzt auch mal so einen Geister aus dem Hintergrund anziehe, ist das echt scheiße unheimlich. Wieso geht eigentlich mal immer in solche Häuser rein? Der kann doch einfach außen rumlatschen oder was? Was soll's? Was, der ist mit einem Griff tot? Ich dachte immer, die brauchen so 10.000. Wow! Wo kommt das jetzt? Da ist einfach mal ein Nebenblock. Ja, natürlich. Als er da halt drauf kommt. What the fuck? Wieso war da ein Nebenblock? Oder einfach wieder rein? Nö. So einfach macht man es mir natürlich nicht. Damit habe ich zweite Starcoin inklusive Secret Exit vollkommen verpasst. Ja. Okay, dann muss ich suchen. Also ich suche jetzt mal die komplette erste Passage ab, danach haue ich euch einen Cut rein. Aber ich hoffe sehr, sehr, sehr stark, dass die da irgendwo ist. Diese Seite. Und das Secret Exit natürlich. Freaking. Oh mein Gott. Also schauen wir mal. Sieben Geist aus. Ja, wir wissen es. Also. Hier war nichts. Das wollte ich zumindest von Anfang an sagen. Hier ist ein Block. Wieso ist der hier? So, da kannst du ja runter. Ja. Da ist die Stark. Hier geht's auch nach oben. Moment, hier steht jetzt nochmal hoch nach oben. Hä? Also ab hier ist ja alles möglich, weil hier war die erste. Also kann ab hier alles möglich sein. Wenn ich es richtig verstehe. Ab hier hoch. Wieso geht es eigentlich nach oben? Mein klar, hier oben sind Blöcke. Makes sense. Ja. Glitsch dich. Du mich auch. Es ging, geht auch noch. Wow, 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 nicht sterben, nicht sterben. Das überlebe ich wahrscheinlich nicht, doch. Boah. Moment, warte.
Das Ding kann ja weiter nach oben fahren. Und da oben rechts, das sieht so verdächtig aus. Ich bin mir eigentlich so sicher, dass da oben was ist. Ja, natürlich. Oh, leck mich doch. Ja, dann geh aber auch in die scheiß Tür rein. Alter. Alter. Das lass dich bloß nicht zerquetschen. Danke. Boah. Ja, wo bin ich denn jetzt gelandet? Also erstens will ich jetzt hier bitte schon die zweite Star-Coin da liegen. Und jetzt geht noch den Secret Exit. Schenkt mir mehr den oder muss ich denn jetzt noch extra suchen? Danke, man schenkt ihn mir. Sehr, sehr nobel. Dankeschön. Alter. Das Level war herb. Extremst herb. Oh my fuck. God. Ja, jetzt kann ich zu dem Level. Okay, hätten wir das. Ich habe ja oben rechts was vermutet, aber nö, da war nichts. Gut. Muss ich mitleben, ich habe alles gefunden, was ich finden wollte. Jetzt muss ich nur noch das hier schaffen. Das ist bei Weitem einfacher, wenn ich das richtig sehe, als der asoziale Scheiß mit den scheiß Sprungblöcken auf dem Original. Danke, Scabo, dass wir auch mal was Einfaches bekommen. So, Lakitu tot. Pilzhaus 7-4. 7-4 im Original, Dreckslevel. Hoffen wir, dass es hier besser ist. Oh, Propeller. Sehr nett. Den habe ich echt nötig hier in der Welt. In dieser kalten, bösen Welt. Keine Ahnung, welche Temperaturen es über den Wolken hat, aber trotzdem. Die letzten beiden Level waren nicht mehr lustig. Also, Geisterhaus und Tower 7-6 ging ja. Das war ja ein absolutes Chill-Level. Aber ich habe irgendwie das böse Gefühl, dass sich daran nicht so schnell was ändern wird. Und es ist wieder so ein Scheiß-Level mit diesen verdammten, dreckigen Plattformen. Lol. Habt ihr das gesehen? Das Emblem für Bewegen war immer noch da. LOL. Ist ja mal voll scheiße gelaufen, Nintendo, dass Mario da unten einfach bloß eine Deathline trifft und dann stehen bleibt. Genau, da unten ist wahrscheinlich einfach bloß irgend so ein Zeugs, was den Instant killt, den Typen. Und ja, keine Ahnung. Und so weiter und so fort. Ah, ich mochte solche Levels nicht. Ich mochte das einzige Level mit dem Prinzip in Original schon nicht. Und LOL, da war die erste Starcoin. Wow. Man muss halt aufpassen, wie man wo die Wiimote bewegt. Oh. Oh yeah. Aber der Hintergrund ist irgendwie LOL. So verregnet. Also jetzt wird's echt zu einer kalten, bösen Welt. Ich denke, bei dem Wetter wird's echt kalt sein. So, ist da unten vielleicht schon wieder was? Nö. Zumindest kann ich nichts erkennen. Ja. Also, ich glaube, auf bewegten Röhren kann man grundsätzlich keine Warps platzieren. Und ja, sind sie ultra fies. Weil sich die Zahlen natürlich bewegen. Aha. Boah. Und hoch hier. Ja. Okay. Irgendwie seltsam. Ist doch wahrscheinlich. Da ist doch irgendwas. Bei der Nisch. Okay. Plattform. So, jetzt bloß nicht scheiß wie im Rund bewegen. Boah, was war das denn? Hey, ich hab doch nicht geschüttelt! Was ist das denn für ein Betrug? Oh. Da oben ging's ja weiter. Hey, chill mal. Ach so. Ich werde gar nicht gestorben. Ach so. Na dann. Los, komm her, Plattform. Und. Boah, doch nicht. Ich hasse das immer, wenn der denkt, ich würde schütteln. Und dabei bewege ich nur die Wiimote. Ja, die Schule ist ein bisschen gut assoziiert. Ja, hallo.
Buch. Ja, ich muss dem Spiel vertrauen. Halt. Halt. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Da war eine grüne Röhre. Wieso ist da eine grüne Röhre? Da gibt's nur eine plausible Erklärung für. Ich komme bei der Starcoin raus. Dankeschön. Okay. Ach, jetzt komme ich auf einmal bei der roten raus. Natürlich. Makes sense. Überhaupt nicht. Aber egal. Das Level wird irgendwie verrückter und erinnert mich an Level 3B aus NSMDDS. Das wäre auch so ein voll verrücktes, cooles Röhrenlevel. Was ich betone, dass ich außen noch gespielt habe, weil es gab ja noch in Welt 7 so ein komisches Röhrenlevel. Aber das ist eigentlich auch richtig cool. Auf jeden Fall cooler als das im Original. Weil das Original war einfach nur noch nervig. So, ist hier oben schon die dritte Starcoin? Tatsache. Ach so, sowas wie... Ja, genau. Gebärde schon gelegen. Tadam. Wow, boah. Ich dachte schon, die fällt jetzt mit nach unten. Wow. Herzinfarkt. Herzstillstand. Habt ihr gesehen, die Plattform ist gerade noch einen kleinen Millimeter nach unten gefallen. Weil sie nicht ganz so astrein platziert war. Naja, kann ich rüber wechseln. Wow. Alter. Gut abgehen, tut's mir jetzt hier im Moment schon. Oh, kann ich die wieder alle killen? Nice. Ah, ich liebe sowas. Ja. Das ist jetzt ein bisschen gut die Timing-Sache. Ja, chillt doch. Alter, das ist viel zu schnell für meine TV-Karte. Die kommt gar nicht mehr mit den Frames. Die sagt bloß, ey, spielst du? Geht's dir noch ganz gut? Okay, killed. Boah, das Level wieder. Komm her, Plattform. Ist ja eigentlich jetzt auch nur noch das Ziel. Das ist, glaube ich, auch schon gleich hier. Und da haben wir es auch schon. Nice. Gut, dann hätten wir das. Und wir schaffen sogar noch das nächste Level in diesem Part. Wie ich im letzten Part prophezeit habe, wir schaffen es bis zum Castle. Aber weiter auch nicht. Ansonsten wäre der Part einfach zu kurz. 7-5. Was erwartet uns hier? Das war im Original eigentlich ein richtig geiles Chill-Level, finde ich. Vielleicht hat sich ja daran nicht so viel geändert. Oh, ich täusche mich. Wir kriegen nicht die Abrechnung in Welt 9. Kriegst du in Welt 7? Nein! Ich will jetzt nicht leiden. Nein, will ich nicht. Nein. Nein! Ist hier was? Ist hier was? Ist hier was? Hier ist nichts. Die meisten finden ja, dass die voll süßen Faces haben. Für mich haben die bloß ein Japaner-Face, keine Ahnung. Nee, das wäre jetzt eine Beleidigung. Na wohl. Ja, aber irgendwie ist es auch niedlich. Doch, hab so recht. Ach ja. Man fasst Mitleid. Nur das sind ja immerhin diejenigen, die mich immer so auf den Tod stürzen. Lakito-Level. Wie ich Lakito-Level liebe. Ja. Nein, das war überhaupt nicht von einem anderen Let's Play. Nein, das bildet ihr euch nur ein. Hallo, Joshua. Warte mal, ich komm mit. Whips. Die Musik ist aber wirklich eine Lüge. Nein! Wow! Kumpel, mach es nicht spannend. Chill und sei ein braver Mario. Sei ein braver Mario, Gottverdammte Scheiße. Verdammte Scheiße, komm her, du Arsch. Wieder ist jetzt nichts. Da ist echt nichts. Lol. Wow, Vorsicht, die Wolke lässt nach. Ein bisschen. Was ist eigentlich hier? Aha. Hä?
gerade ein bisschen knapp. Boah, verdammte Scheiße. Nö, ich komme da nicht weiter. Scheiße. Obwohl, wenn ich jetzt wieder... Moment. Komm wieder hoch. Alter. Moment. Hier geht's rein. Lol. Ist das die zweite? Bitte sag ja. Oh nein, die muss ich mit Lakitu. Nein. Ich meine, klar, der wirft Münzen. Schon gut. Aber trotzdem, allein die Tatsache, dass sie mit ihm arbeiten muss. Wenn der mich jetzt nicht drehen hilft, bin ich tot. Ach, ein Glück. Heute ist Rexing. Ja, es ist die zweite. Das bedeutet, da vorne war nichts. Hoffe ich zumindest. Deute ich jetzt einfach mal. Ins Blaue hinein. So, und jetzt die Mitte. Gut so. Jetzt noch ein Pumpeller, bitte. Dankeschön. Am besten noch ein Yoshi. Kriege ich einen Yoshi? Ach so, hier kann man auch rein. Lol. Ha! Yoshi. Yoshinski ist ja, einfach geil. Schalala. Badabada. 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 Ich liebe die Mucke hier. Sie ist einfach stylisch. Badabada. Ja, es ist doch ein Ärmschel Level. Vor allem wegen dem schönen Design. Ins Ziel. Ich hab die Snorkel. Oh, das ist gleich das Ziel. Nice und geschafft. Epic. Ohne Death. Ja, stimmt. Ohne Death. Bin ich gestorben? Nee, oder? Ich bin nicht gestorben. In einem Parabeetle-Level. Oh mein Gott. Nice. Gut, im nächsten Part. Das Castle von Welt 7. Und der Anfang von Welt 8. Macht euch bereit. Bis dann. Und ciao bei Let's Play Another Super Mario Bros. Wii. Tschüss.